Susan, wollt ihr noch kurz was sagen? Ja, ganz kurz noch. Kurz zu unserer Verleihkiste. Und zwar sind ganz viele Filme irgendwie scheinbar im Nirgendwo verschwunden. Und ich werde jede Woche gefragt, wo die sind. 4 von 5 Filmen sind nicht mehr da. Wäre schön, wenn die 4 Leute, die das irgendwo zu Hause haben und das sicherlich nur vergessen haben, das nächsten Montag wieder mitbringen können, weil das sind ja nur wirklich Wissensfilme, die an das Bewusstsein appellieren sollen. Und die eigentliche Idee war ja, dass jede Woche wer anders Zugang dazu haben kann, dass die Filme in Umlauf kommen und auch in Umlauf bleiben. Es geht uns gar nicht um den materiellen Wert, sondern einfach nur, dass dieses Wissen einfach an die Leute kommt und dass sich jeder hier die Filme ausleihen kann, wenn er das Bedürfnis dazu hat. Ja. Und dann ist noch eine andere Gelegenheit, und nicht nur am 3. Oktober, sondern Frau Merkel und Herr Gauck sprechen angeblich auch am kommenden Sonntag, am 14. September um 15 Uhr am Brandenburger Tor und wollen sich dort positionieren gegen den angeblich aufkommenden Antisemitismus in Deutschland. Wer also das Bedürfnis haben sollte, nicht nur am 3.10. seine Meinung kundzutun, sondern unsere Regierung quasi auch am kommenden Sonntag zu besuchen, sollte diese Gelegenheit ernst nehmen oder in Anspruch nehmen. Wir werden auf jeden Fall fahren, weil ja die Zeit rennt weg. Ja, worauf warten wir noch? Ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Jetzt machen wir wirklich Schluss. Tschüss. So, ein Schlusswort noch. Jens. Von Jens. Hallo, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ich habe heute viel gehört, es wurde über Frieden geredet. Alle reden über Frieden, Herr Putin redet über Frieden, Obama, Merkel, alle reden über Frieden. Ja, wissen die denn überhaupt, was Frieden ist? Kennen die die Grundlage des Friedens? Kennt ihr sie? Na, kennt jemand von euch die Grundlage des Friedens? Liebe! Aber Liebe, genau! Und deswegen appelliere ich an alle führenden Politiker, Kriegsminister, die sollen in sich selbst gehen, die sollen mal zusehen, die Liebe zu finden. Ein Tipp, das können Sie draußen in der Natur, da wo Ihre Soldaten liegen, Waffen, die man nicht essen kann, Waffen, die tot sehen, das ist nicht das Richtige. Die sollen in ihre Liebe gehen und Essen pflanzen, die sollen Gutes sehen. Es ist kein Krieg gegen die Ukraine, es ist kein Krieg gegen die Menschenrechte, es ist ein Krieg gegen die Liebe. Das ist der Frieden. Dankeschön. Super, danke Jens. Ja, jetzt wünsche ich euch allen eine gute Heimreise. Wer vielleicht auch so ein bisschen mithelfen möchte, dass wir Stand und so weiter abbauen, seid ihr gerne herzlich willkommen, mit anzupacken. Und ansonsten eine gute und friedliche Woche. Ich hoffe, euch nächste Woche Montag, euch alle hier wieder zu sehen und redet über die Mahnwache, redet über die Situation, in der wir leben und bringt viele Menschen nächste Woche Montag wieder mit hierhin. Eine tolle Woche, kommt gut nach Hause.